Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Vogt, ich habe ernsthaft überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt hier aufzustehen von dem Platz und hier nach vorne zu kommen und auf Ihre sowas von tiefen ideologischen Rede überhaupt hier irgendwie einen Ansatz zu reagieren, weil eigentlich schade um die Zeit. Ich kann nur sagen, nur gut, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger Ihnen eben nicht auf den Leim gehen und mit Ihren Umfragewerten von derzeit von 2 bis 3% im Land Sie sich mit Ihrer Vorstellung einer Regierungsbeteiligung noch weiter weg sich befinden als die von der CDU und dem Bund geplante Frauenquote von 30% für Aufsichtsräte. Ich kann Ihnen nun sagen, die von Ihnen jetzt, werte Kollegen der FDP, jetzt im April, die Haushaltsberatungen liegen schon einige Monate her, jetzt im April aufgemachte Forderung an die Landesregierung, sich ihre derzeitige Ausgabepolitik sowie deren Priorisierung umfassend zu überprüfen und entsprechend anzupassen, ist einfach nur ein Stück aus dem Taulhaus. Und ich kann nur sagen, guten Morgen, etwas spät, hätten Sie sich vielleicht etwas früher einbringen können in den Haushaltsberatungen. Aber eins ist auch wieder deutlich geworden, das, was in den Haushaltsberatungen auch immer wieder deutlich geworden ist, wer seine Hausaufgaben nicht macht, das sind nämlich Sie, meine Damen und Herren der FDP. Auch hier in diesem Antrag vermisse ich wieder entsprechende Deckungsquellen, so wie Sie es bisher auch in den ganzen Haushaltsberatungen entsprechend auch nicht vorgenommen haben. Die Landesregierung und die Regierungskoalition haben sich in den Haushaltsberatungen verantwortungsvoll und mit sozialem Augenmaß ganz klar auf die Prioritäten Bildung, Arbeit und Wissenschaft festgelegt. Und ich kann ganz ehrlich da überhaupt nichts Ideologisches feststellen, sondern eher auch, dass dies wichtige Prioritäten sind für Wohlstand und auch für wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land. Kommen wir aber zu ein paar Fakten. Erstens, Rot-Rot nimmt weder die brandenburgische Wirtschaft in Haftung, noch erschwert sie die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Wir investieren unter anderem in Bildung und somit eben auch in Köpfe. Und Sie kennen selber die Debatten, die in der Wirtschaft vorherrschen, wenn es um das Thema der Fachkräftesicherung geht. Und genau deswegen ist auch eine Investition in die Bildung auch eine in die Wirtschaft. Und dass die Einnahmesituation des Landes so ist, wie sie ist, ist vor allem aber aufgrund auch der falschen Rahmensetzung der schwarz-gelben Bundesregierung in Sachen Steuerpolitik. Das ist die Realität. Und die Realität ist auch, meine Damen und Herren, dass das Bruttoinlandsprodukt von Brandenburg im Vergleich zum Vorjahr um 0,5% gestiegen ist. In Sachsen, in Klammern für Ihre Erinnerung, ich glaube, da ist ein Wirtschaftsminister in der FDP, ist im gleichen Zeitraum das Bruttoinlandsprodukt um 0,3% geschrumpft. So viel einfach mal zum Vergleich, welcher Wirtschaftsminister in welchem Land zu welchen Erfolgen führen kann. Zweitens, trotz des Kolonisierungsbeitrages des Wirtschaftsministeriums wird auch, und der Kollege Kosanke ist schon darauf eingegangen, natürlich der linke Wirtschaftsminister alles versuchen, um im Haushaltsversuch weitere GRW-Mittel vom Bund co-zufinanzieren, so wie es auch im Jahr 2012 schon der Fall war. 69,5 Millionen waren als Zuweisung des Bundes geplant. Mit dem Jahresabschluss 2012 sind es damit tatsächlich geflossen, Bundesmittel in Höhe von 74 Millionen, dann 4,5 mehr geworden als geplant. Drittens, wie schwer prognostizierbar die tatsächliche Mittelabfluss auch im Bereich der GRW-Förderung ist, zeigt schon der erwähnte Jahresabschluss des Jahres 2012. Der Mittelabfluss aller Investitionen lag 2012 bei 91,9% des Ansatzes, damit leicht über dem bereits hohen Vorjahresniveau von 91,7%. Aber bei den sonstigen Investitionen und Investitionsförderausgaben lagen die Minderausgaben insgesamt bei 83,7 Millionen. Das sind 6% der veranschlagten Summe von 1,38 Millionen Euro. Dabei traten auch ohne Frage signifikante Minderausgaben bei den EU-finanzierten investiven Zuschüsse in der laufenden Förderperiode im Rahmen des EFRE mit 36 Millionen Euro auf. Kurz gesagt, Jahr für Jahr weisen Jahresabschlüsse Minderausgaben bei den veranschlagten Investitionsausgaben im Haushalt auf. Die Linke geht anhand dieser Faktenlage davon aus,
dass der anfallende Investitionsbereich im Bereich der Wirtschaftsförderung, insbesondere im Bereich der KMU, auch mit den konsolidierten Ansätzen im Jahr 2013 und 2014 gedeckt werden kann und wird? Und gibt es im Haushaltsversuch tatsächlich die Chance, zusätzliche Mittel vom Bund abzurufen? Werden diese auch natürlich genutzt? Und ich kann nur sagen, der FDP-Antrag ist abzulehnen.